Ilse hat sich mit Leo Gontrau verlobt. Als ihr klar wird, dass sie sich ganz an Leos Beruf als Jurist in der Kleinstadt anpassen muss, bricht ein heftiger Streit zwischen beiden aus. Und Ilse verlässt fluchtartig das väterliche Gut. Sie fährt zu Nelly, ihrer besten Freundin aus der Internatszeit, die inzwischen ihren damaligen Lehrer Dr. Althoff geheiratet hat. Danke. Halt, warte doch. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich war spazieren und ich war so in Sorge. Sind die Blumen für mich? Rieke, jetzt zieh dich erstmal aus und komm rein. Du musst ja ganz durchgefroren sein. Von Alfred. Er kommt etwas später. Ilse, du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass sie von Leo sind. Selbst wenn er gewollt hätte. In der kurzen Zeit wäre das doch gar nicht möglich gewesen. Ach, er hat aber nicht gewollt. Er denkt ja gar nicht dran. Denkst du denn dran? Du liebst ihn doch. Aber er liebt mich nicht. Natürlich liebt er dich. Und das weißt du ganz genau. Er ist genauso unglücklich wie du. Er wartet doch nur auf ein kleines Zeichen von dir. Da kann er lange warten. Komm, Ilse, iss etwas und trink ein Glas Wein. Ich kann nicht. Du musst. Ilse, du weißt genau, wie gern ich dich hier habe. Solange du nur immer willst. Aber Leo ist dein Bräutigam. Er liebt dich. Und ihr gehört zusammen. Dann soll er endlich schreiben. Guten Abend. Guten Abend. Hab ich ein Glück, dass gleich zwei schöne Frauen auf mich warten. Haben dich die Jungs wieder sehr geärgert? Ja. Was hältst du von einem kleinen Frühstück? Oh, gute Idee. Aber vorher wollen wir Ilse doch noch etwas von unserer Stadt zeigen. Ja, gut. Hey, das ist ja Rosi. Rosi! Was machst du denn hier? Einkaufen. Was sonst? Stoff und neue Garne. Kennst du mich nicht mehr? Ilse, guten Tag. Ich dachte, du hast geheiratet. Verlobt ist sie. Und sie besucht uns vor ein paar Wochen. Tja, wie wär's, wenn wir alle gemeinsam in den Ratskeller gehen? Oh. Ich gehe nie in solche Lokale. Da versäumst du aber was. Da könnten wir doch bei uns zu Hause zum Mittag essen. Zuerst muss ich meine Besorgungen machen. Hier, halt mal so lange. Ach, geben Sie aber her. Das sieht ja lächerlich aus. Nein, Röschen meinte aber doch, dass Herr Pastor, lassen Sie sie und wir gehen in den Ratskeller. Entschuldigung, aber Röschen will, dass ich hier... Wir begleiten Röschen beim Einkaufen. Kommen Sie, Pastor, wir gehen. Ach, wissen Sie, für Politik interessiert mich nichts zu sagen. Es ist nur ein zu großes Durcheinander überall. Aber für die Literatur... Da könnte ich Sie beinahe um Ihren Beruf beneiden. Ja. Wenn ich zum Beispiel an Tolstoi denke. Ach du liebe Güte, Pastor. Ich bin schon froh, wenn ich meinen Schülern neben Goethe und Schiller auch noch Hebbel schmackhaft machen kann. Ach so, ja. Na, ganz so leicht haben Sie es sicherlich auch nicht. Ja, wie man es nimmt. Aber so verschieden von Ihrem Beruf ist der meine gar nicht, Herr Pastor. Nun, man hat ihn gewählt, weil man ihn liebt. Eigentlich ist es ja auch wie eine Berufung, also ein Beruf. Und man ist ja auch für jedes Schäfchen dankbar, dass man bekehren kann. Obwohl die Böcke meist in der Überzahl sind.
wie gerecht Sie haben, obwohl in Ihrem Fall ja ein ganz besonderes Schäfchen, nicht wahr? Herr Pastor, lassen Sie das nicht meine Nelly hören. Die ist alles andere als ein Schäfchen. Naja, jetzt unterrichten Sie ja an einer Knabenschule. Den größten Teil der Stunde muss ich mich damit abmühen, die Schwätzer und Träumer zur Raison zu bringen, Steinschleudern zu konfiszieren und allen anderen Unfug zu vereiteln. Die jungen Wirrköpfe haben manchmal eine unerschöpfliche Energie, sich immer wieder was Neues auszudenken. Oh, ja, wem sagen Sie das, wenn ich dann nur an meine Konfirmanden denke, oh je. Prost, mein Lieber, Prost. Endlich mal mit einer verwandten Seele ein bisschen zu plaudern. Herr Ober, zwei Bier noch. Was wird nur Röschen wieder dazu sagen? Das ist so hervorragend, habe ich mich schon lange nicht mehr unterhalten. Wissen Sie, mein Lieber. Oh, vielen Dank. Und auf dem Land ist es auch schwer, mal interessante Menschen zu treffen. Und deshalb bin ich hier sehr glücklich. Wir müssen jetzt gehen. Dann kommen Sie doch einfach öfter mal vorbei. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Oh, allein schon das köstliche Bier und dann noch der Wein. Adolf? Röslein, Röslein, Röslein rot. Nach Hause gehen wir noch lange nicht. Wir fahren sofort. Wir kommen jetzt vorsichtig. Vielen Dank, mein Lieber. Also, wir müssen uns bald wiedersehen. Unbedingt, mein Lieber. Unbedingt. Oh, jetzt kommt schon. Ja, entschuldige. Das Dach muss auf. Auf! Muss den Himmel sehen, ich will. Den Himmel sehen. So. Wiedersehen! 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 Oh, Jemmy, der arme Mann. Ja, gehen wir. Mein liebes, gnädiges Fräulein, wie beglückt bin ich, Sie wiederzutreffen. Oh, meine Liebe, ich muss mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Sagen Sie, wie lange wohnen Sie schon hier? Wo kommen Sie denn her? Ihr Kleid sieht ja ganz bezaubernd aus. Nein, wer ist denn Ihre Schneiderin? Ich müsste so etwas haben. Sie sind verlobt. Bitte erzählen Sie von ihm. Was macht er? Entschuldigen Sie bitte. Lass uns gehen, das ist ja schrecklich. Das geht doch nicht. Sie sind entsetzliche Frau. Ihr Mann ist der Direktor von meinem Alfred. So schon anständig bin ich. Sie kennen sich? Herr Dr. Andres, mein Assistent. Sie sind die Königin des Abends. Ich höre, Sie kommen aus Moskau. Ganz in Nähe wohnt ein Studienfreund von mir, Leo Gontrau. Kennen Sie ihn zufällig? Nein. Schade. Wir haben uns ganz aus den Augen verloren. Ich wüsste zu gern, was er so macht. Erzählen Sie von ihm. Sie haben zusammen studiert? Ja, in Heidelberg. Der gute alte Contra. Der ein ideales Haus. Jetzt soll er verlobt sein. Als biederen Ehemann kann ich ihn mir gar nicht vorstellen. Ach ja? Dann muss er wohl recht vielen Damen den Hof gemacht haben. Das kann man wohl sagen. Aber so richtig verliebt war allerdings nur einmal. Was ist denn? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, nein. Hola. Hola. Tja, und da
das ist meine Überraschung. Orla, was machst du denn hier? Ich will versuchen zu studieren. Studieren? Medizin, wenn ich es schaffe. Komm, ich mach dich mit den anderen bekannt. Sagen Sie, dieser Gontring, Ihr Freund? Gontrau. Ja, richtig, Gontrau. Er war sehr verliebt, sagten Sie? Ach ja, wissen Sie, zu der Zeit waren wir eigentlich alle ständig verliebt. War sie hübsch? Eine Schönheit. Sie war Amerikanerin. Aber ich will Sie nicht mit alten Geschichten langweilen. Pardon, hörte ich nicht eben den Namen Gontrau? Ist das nicht der Name Ihres Verlobten? Ich kann nicht mehr hier bleiben. Ich habe mich so schrecklich blamiert. Schade, dass Sie schon gehen. Ganz so früh in diesem Jahr schon. Hoffentlich schneit es noch mehr. Dann könnten wir eine Schlittenfahrt machen. Oh ja, ist eine gute ja, Idee. Ja, wir alle zusammen. Ich weiß nicht, ob Ilse noch so lange hier sein soll. Ich fahre nicht heim. Nie wieder. Dann machen wir die Schlittenfahrt. Wie bei uns zu Hause. Ja, wunderschön. Was ist denn, Dr. Gerber? Weiter. Ich denke, wir sollten allmählich umkehren. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können ja noch zu Hause einen schönen heißen Punsch trinken.